Wer streut, rutscht nicht. Gemeint ist Risikostreuung. Was diverse Banken in der Vergangenheit offenbar sträflich vernachlässigt haben, bewährt sich in vielen Unternehmen jetzt in der Krise. Bei denen, die auf mehreren Beinen stehen. Als Musterbeispiel kann das Nauner Werk der Wirtwein AG gelten. Dort werden thermoplastische Kunststoffe hergestellt. Und während alle Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsexperten ein dramatisches Bild zeichnen, läuft die Produktion im Havelland heiß. Die krisenfeste Zone in Nauen. Ein Lager mit der Produktion von nur 3 Tagen. Die Kunststoffteile gehen sofort raus. In der Halle arbeiten vorwiegend Roboter Tag und Nacht rund um die Uhr. Für Waschmaschinen und für Autos. Der Chef hat ein mittlerweile seltenes Problem. Er könnte noch mehr produzieren. Dummerweise hat die Woche nur 7 Tage. Das führt dazu, dass wir regelmäßig 6 Tage in der Woche oder 6,5 Tage in der Woche arbeiten. Und daher dieser Satz, die Woche könnte ruhig noch einen Tag mehr haben. Eine Welt ohne Sorgen und das bei einem Automobilzulieferer. Anderswo stehen Bänder still, bei Wirtwein erwirtschaften 100 Mitarbeiter in 3 Schichten mehr als 25 Millionen Euro Umsatz. Auch in guten Zeiten hat man allzu enge Bindungen vermieden, die Risiken gestreut. Bei uns macht es der Mix. Wir orientieren uns nicht nur auf eine Produktgruppe, sondern auf die 2 großen, die wir hier bedienen. Die Hausgeräteindustrie und die Automobilindustrie. Schon vor der Krise hat sich das Nauner Werk mit Know-how aus Baden-Württemberg spezialisiert und kann flexibel auf neue Produkte umspringen. Nur gelang es bisher nicht, genügend Mitarbeiter zu finden. Viele junge Menschen bewerben sich lieber bei den großen Namen der Industrie. Plastiktürverkleidungshersteller, nicht per se ein Traumberuf. Das war eigentlich relativ eher Zufall. Im Internet bin ich eben auf diese Firma aufmerksam geworden, habe mich dann weiter über sie informiert und fand es sehr interessant. Weil auf dem Gelände weiter investiert wird, gilt nun die Krise als Keim eines weiteren Aufschwungs. Diese Krise ist für uns insofern eine Chance, dass es uns gelingt, mittlerweile gezielter Arbeitskräfte für unsere zukunftsweisenden Aufgaben zu rekrutieren, die uns vorher nicht am Markt zur Verfügung standen. Und auch bei den Lieferanten, denen anderswo die Aufträge wegbrechen, gilt der kleine Kunststoffbetrieb als sichere Burg.